Lassen Sie mich einen Punkt herausnehmen, das ist der Föderalismus. Alle sprechen von Subsidiarität, Eigenverantwortung und jeder weiß, dass die Eigenverantwortung eigentlich immer am Platz der Entscheidung stattfinden sollte. Dennoch zentralisieren wir immer mehr Entscheidungen, entweder nach Berlin oder nach Brüssel oder hier nach Stuttgart, obwohl diese Entscheidungen gerade vor Ort gefällt werden müssen, weil für die Entwicklung der Räume und der Regionen und der ländlichen Räume sind die Menschen dort vor Ort zuständig. Das heißt, man muss im Rahmen der Föderalismusdiskussion darüber nachdenken, wie die Leistungserbringung, die jetzt über Berlin wieder via in die Gemeinden zurückfließt, verteilt wird. Das ist ein großer Ansatz, den wir mitbringen. Aber wir müssen auch darüber nachdenken, ob diese föderalen Strukturen, die wir uns geschaffen haben, noch geeignet sind, dieses Land wirklich zu steuern. Und ich sage da ein großes Wort, das ist unser Zweikammerprinzip. Wir haben ja die Länderparlamente und wir haben auf der anderen Seite den Bundesrat. Und wenn Sie das weltweit betrachten, steht der Bundesrat eigentlich so ein bisschen solitär da. Der wird nämlich nicht vom Volk gewählt, sondern er wird mit den Regierungen besetzt. Und die Problematik dort in den Entscheidungen ergibt sich daraus, dass unsere Regierungen in den Ländern häufig nur und ausschließlich mit Koalitionsregierungen besetzt sind, die zum Teil konträre Meinungen aufweisen. Das sieht man am Stimmungsverhalten der Baden-Württemberger. Wenn sich die Grünen und die CDU nicht einig sind in dieser Kammer, dann wird sich enthalten. Aber enthalten heißt mehr oder weniger Zustimmung. Also kommt es zu keiner Entscheidung, zu keiner Mehrheitsentscheidung. Und das gilt signifikant für alle Regierungen hier in Deutschland, denn die setzen sich zumeist aus unterschiedlichen Ideologien oder sogar zum Teil jetzt aus drei Ideologien zusammen. Und da wird es nur schwer sein, sich eine Meinung zu bilden. Ich will sagen, wir blockieren uns in einer wesentlichen Funktion des Kontrollmechanismus auch gegenüber dem Bundestag, limitieren wir uns, weil wir nicht eindeutige Meinungen dort festlegen können, weil auch der Bürgerwille in dieser Kammer nicht vertreten ist. Deshalb plädieren wir eigentlich für eine Direktwahl dieser Kammer und werden das auch langfristig so anlegen. Das ist ein Teil des Föderalismus. Zum anderen wollen wir als Landesparlament und als AfD-Politiker auch mehr Mitspracherechte in den Lebensbelangen unserer eigenen Gesellschaft, unserer Baden-Württemberger. Wir wollen uns zurückbesinnen auf die Fähigkeiten, die uns groß gemacht haben. Das war einmal neben dem Fleiß der vielen Bürger natürlich eine funktionierende Infrastruktur und eine funktionierende Bürokratie, aber auch ein großer Bildungsstand, der uns so langsam verloren geht. Da müssen wir wieder diese Entscheidungskräfte müssen wir wieder ins Land zurückholen. Und das wird nicht nur uns helfen und wirtschaftlich helfen, sondern es wird insgesamt auch unsere Identität stärken. Auf der anderen Seite müssen wir darauf achten, dass intelligente Bürger auch in Entscheidungsprozessen der Politik mitgenommen werden. Mitgenommen werden die Menschen nur, wenn sie aufgeklärt werden. Und ich muss immer wieder einen Ausflug in die Schweiz machen, obwohl der manchmal müßig ist, weil man sagt hier, ja, da nehmen ja an den Bürgerentscheiden nur so wenig Menschen teil. Aber sie haben wenigstens die Chance, teilzunehmen. Und das System der Schweizer zwingt die Regierungen mehr oder weniger rechtzeitig die Bürger über Investitionen, aber auch Aktionen und Veränderungen ihrer Umwelt und ihrer Lebenswirklichkeit zu informieren. Das wollen wir dringend in den Diskurs mit einbringen. Und so werden wir unsere Politik in den nächsten Jahren auch ausrichten. Und da glaube ich, dass wir in großer Allianz auch mit unseren Kollegen, die glühend auch für Baden-Württemberg kämpfen und für die Entwicklung Baden-Württembergs mitstreiten,